Wir stehen ja am Kabelzug und wir wollen mit dem Tau jetzt gleich die hintere Schulter drehen. Und zwar, wir machen Face Pulls, aber in der Sam Sulek Variante. Die habt ihr noch nicht gesehen, die habe ich selten im Studio überhaupt irgendwo gesehen. Sie ist sehr angenehm und zwar legt ihr euch hin. Das erste, was wir tun ist, diese Tau bringen wir an den Kabelzug an. Und da haben wir gleich den Plot Twist. Wir machen das von oben. Jetzt sehen wir uns gleich wieder. Ich lege mich mal auf die Bank. So, jetzt haben wir uns eine Bank besorgt, wo wir uns hinsetzen. Wichtig, das Gesäß ist sehr weit vorne. Der Kopf schließt mit dem Ende der Bank ab. Ich habe jetzt hier diese Kabel schon so weit vorbereitet, dass ich es mir einfach raushelfen ziehen kann, um mir zu helfen. Die Übung an sich technisch absolut unattraktiv. Also kann jeder Mensch, ist wirklich simpel. Aber wie ihr das Gewicht rausholt, da habt ihr schon Spaß. Und zwar, ihr legt euch jetzt so hin, der Kopf schließt hinten mit der Bank ab, dann nimmt er den Knopf so runter und zieht jetzt erstmal raus. Jetzt müsst ihr euch die Dinger beide positionieren und greift so rum um die Griffe, dass ihr hier nicht das Kabel umschließt. So würde Sam dann machen. Er würde so umschließen, machen wir nicht, sondern wir greifen so. Also, wir haben jetzt von oben eine ziehende Bewegung. Wir sehen jetzt, dass der Oberkörper nach oben gezogen wird und drücken jetzt mal die Brust raus. Und was wir jetzt machen ist, wir ziehen aus dem Winkel die Ellbogen so auf Höhe der Ohren, dass wir die hintere Schulter schön treffen. Und wichtig, wenn wir jetzt hochgehen, wir drücken die Brust raus und lassen die Schultern unten und treffen damit schön die hintere Schulter. Hier ist noch zu beachten, dass man möglichst nicht so viel Schwung in die Bewegung reinbringt. Beim Aushängen nicht nach vorne einen Buckel machen, sondern ihr drückt die ganze Zeit die Brust raus, versucht die Ellbogen nach unten zu drücken, damit ihr mehr Stretch in die hintere Schulter kriegt und noch den Trapez mit belastet. Wichtig, immer schön den Squeeze hinten halten, 3-4 Sekunden und dann langsam wieder weg. Perfekt. Und dann so zwischen 11 und 15 Wiederholungen. Wie kriegt man das Gewicht jetzt wieder weg? Genau denselben Weg. Und ihr habt es halbwegs elegant gelöst. Keine Ahnung, der Sam nimmt wahrscheinlich den ganzen Block, kann er machen. Das am Ende abzusetzen, sehr waghalsig, aber es funktioniert. Die Übung ist einfach sehr gut, um hier die hintere Schulter und auch noch die Rhomboiden im oberen Ansatz hier Trapez zu treffen. Also wirklich eine sehr geniale Übung mit wenig mechanischem Aufwand. Und eine Bank habt ihr in jedem Studio. Probiert es mal aus. Lasst die Kommentare da, falls euch das interessiert. Und ja, versucht es in euer Training zu implementieren. Das ist eine weitere Variante, um Face Pulls nicht im Stehen zu machen und vor allem die Bewegung des Körpers rauszukriegen und wirklich nur noch die hintere Schulter zu treffen.